So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, Matthias Heist bei mir. Der 14. September ist in aller Munde. Die Berichterstattung gestern in den deutschen Medien national hoch und runter, auch alle Fernsehstationen haben gesendet. Die Thüringer Lokalsender legen ein wenig nach. Wir machen das ein bisschen anders. Wir fragen nach dem Resümee. Sie haben schon eine Nacht drüber geschlafen. Meine erste Frage, besser aufgewacht als gestern eingeschlafen? Nee, und schlecht geschlafen sowieso, weil das kein guter Tag für Thüringen war, glaube ich. Heißt das, Sie halten das genauso wie Steffen Dittes für einen Dammbruch? Ja, ich will jetzt nicht mal mit diesen üblichen Begriffen kommen, aber wir haben festgestellt, dass es nach Ankündigung der AfD, die CDU unterstützen zu wollen, keine Gesprächsbereitschaft seitens der CDU gab, mit uns nochmal über die Grunderwerbsteuer zu reden. Und dass sowohl eine Woche vor der ersten Lesung im Landtag im Ausschuss als auch gestern quasi einfach Tatsachen geschaffen wurden. Und das, muss ich sagen, ärgert mich am allermeisten, dass ich das nicht für möglich gehalten habe. Ich habe gedacht, das macht die Christlich-Demokratische Union nicht. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Genau darauf verweist CDU und auch die FDP darauf, dass man mehr Gesprächsbereitschaft hätte signalisieren können von Rot-Rot-Grün. Nun haben Sie gestern ja prägende Worte gefunden, auch vielfältig zitiert, nämlich Herr Vogt, Sie stimmen lieber mit der FDP, statt mit Matthias Heil zu sprechen. Trotzdem, rückblickend, hätte man mehr anbieten müssen? Also ich habe gesagt, Sie stimmen lieber mit Björn Höcke, als mit mir zu sprechen, ja. Ich finde das ziemlich eigenartig. Es gab auf Referentenebene, auf Fachsprecherebene und auch unter den Fraktionsvorsitzenden mehrfach das Angebot, über das Thema Grunderwerbsteuer zu reden. Zum einen, weil der Gesetzentwurf der CDU verfassungswidrig ist. Er beinhaltet nämlich im zweiten Teil ein Förderprogramm, das du gar nicht an die Grunderwerbsteuer dran docken kannst. Das ist sehr reglementatorisch, aber ist egal. Deswegen haben wir immer gesagt, wenn Sie so ein Familienförderprogramm wollen, lassen Sie uns darüber reden. Und vor allen Dingen habe ich immer gesagt, lassen Sie uns darüber reden, wenn Zeit dafür ist, nämlich während der Haushaltsverhandlungen. Weil das, was die CDU gemacht hat, kostet dem Land jedes Jahr 50 Millionen Euro. Und da muss sie ja irgendwann mal drüber reden, wo soll die Kohle herkommen. Und das macht man, wenn man alle Wünsche übereinander gelegt hat und guckt, was bleibt zum Schluss übrig. Und dann kann man wahrscheinlich auch noch mal gucken, was macht man bei der Grunderwerbsteuer. Passiert ist, dass mit uns dann nicht mehr weiterverhandelt wurde. Ich habe unter den Augen des Ministerpräsidenten, dem Mario Vogt, das auch noch mal angeboten. Da waren alle vier Fraktionsvorsitzenden von Rot-Rot-Grün, er und die Finanzministerin gemeinsam mit Bodo Ramelow dabei. Und habe, wie gesagt, nicht geglaubt, dass wir jetzt vor einer Situation stehen, wo lieber was mit der AfD gemacht wird, als dann, wenn es Zeit ist, nämlich in 2-3 Wochen innerhalb der Haushaltsverhandlungen das Thema anzufassen, jetzt das Ding einfach durchgewunken wurde. Und das macht mich, wie gesagt, sehr wütend. Und ich bin auch ein bisschen besorgt, dass das nicht das einzige Mal gewesen sein könnte. Und wenn, ja, das wäre die nächste Frage gewesen, was sagt denn das aus für, aus Ihrer Sicht für die Haushaltsverhandlungen? Theoretischerweise gibt es eine Mehrheit jenseits der Minderheitsregierung. Die gab es schon immer, aber jetzt ist es ja auch klar manifestiert. Haben Sie nicht Sorge, dass Ihnen ein Haushalt aufgedrückt wird, den Sie so nie wollten und wollen? Die AfD hat vor dieser Abstimmung schon Wochen eher in einer Pressemitteilung freudig bekannt gegeben, dass sie vermerkt, die CDU ist auf dem richtigen Weg. Sie wollen auch die Grunderwerbsteuer in irgendeiner Form mindern. Und deswegen war klar, dass das Argument, ich weiß ja nicht, wie die AfD stimmt, bei Herrn Vogt nicht ziehen kann. Und wenn das jetzt wieder so sein sollte, dass die AfD sagt, aber im Haushalt gefallen uns folgende Projekte nicht und da muss was geändert werden und wir feststellen, dass es darüber hinaus wieder Absprachen gibt, dann wäre das nicht mehr der Haushalt, den wir früher gemeinsam mit der CDU verhandelt haben. Und das wäre eine sehr ernste Geschichte. Bislang war es aber immer so, ich will mal wieder ein bisschen runterkommen, dass die CDU jedes Jahr auch gesprächsbereit war. Und das ist hoffentlich diesmal auch so, aber ich hoffe, dass wir die Mehrheiten wieder untereinander finden und nicht jenseits von Rot-Rot-Grün und der CDU, weil das nicht gut wäre. Wie groß ist Ihr Optimismus, dass Sie einen Haushalt hinbekommen? Naja, wir sind, ich habe es gestern schon in meiner Haushaltsrede gesagt, eine Schicksalsgemeinschaft. Wir müssen diesem Land auch im Jahr 2024 in sehr schwierigen Zeiten, Inflation, immer noch Krieg, gestiegene Energiepreise, wir müssen diesem Land einen Haushalt geben. Die Leute draußen haben ja wohl ein Recht drauf, dass wir hier als Abgeordnete auch daran arbeiten. Und deswegen bin ich eigentlich frohen Mutes, dass die CDU mit uns gemeinsam da was auf die Schiene setzt. Aber es könnte auch ein Argument für CDU und FDP sein, mit der AfD einen Haushalt abzuschließen. Ja, aber ich wüsste nicht, was diese Signalwirkung für die Union dann für eine verheerende Folge hätte, weil schon jetzt wieder die ganze Bundesrepublik nur auf Thüringen guckt.
Und ich glaube, dass man sehr genau auch in Berlin mittlerweile beobachtet, wie da jemand auf der Brandmauer tänzelt. Und ich finde, das, was wir gestern erlebt haben, sollte wirklich eine einzigartige Geschichte in Thüringen sein. Ich wäre sehr froh, wenn wir irgendwann mal wieder in den Arbeitsmodus zurückkehren würden. Im Zusammenhang mit dem Haushalt hat Thomas Kemmerich die Erwartung geäußert, dass Rot-Rot-Grün sich deutlicher bewegen möge, auch in Richtung der FDP. Ja, aber das ist ja keine Einbahnstraße. Also wenn man miteinander verhandelt, muss beide Seiten in irgendeiner Form klar sein, dass man aufeinander zugeht. Und wenn er eine deutlichere Bewegung will, muss er uns sagen, wo die letzten Endes auch erfolgen soll. Er muss uns sagen, wo soll gespart werden. Wir sind gern dazu bereit. Wir laden ihn ja auch immer und jedes Jahr dazu ein. Nur letzten Endes war es so, dass es über das erste Treffen meist nicht weiter hinauskam. Dann ist die FDP vom Verhandlungstisch weg. Und deswegen nach wie vor unser Angebot, ich bin ja immer gern gesprächsbereit, kommt einfach und verhandelt mit uns über 13,7 Milliarden, die dieses Land dringend braucht. Geht Ihnen das auf die Nerven, dass mittlerweile die Ping-Pong-Situation nie um Fakten geht aus Ihrer Sicht, sondern immer ums Generelle und man damit auch niemanden greifen kann? Sie sind ja nun ein versierter Verhandlungsführer. Ja, das geht mir auf die Nerven, vor allen Dingen, weil diese Oberflächlichkeit natürlich nach draußen hin für Unverständnis sorgt, weil viele Leute sagen, ihr habt doch eigentlich in dem Land doch ganz andere Sachen zu tun, ne? Und nicht immer diese Spiegelfechtereien. Und ich finde, das wirft auch ein schlechtes Licht auf dieses Parlament, weil wir in dieser schwierigen Situation, es gibt auf der einen Seite nur eine Minderheit, die Mehrheit kann aber nicht untereinander, dass wir da natürlich solche wichtigen Projekte wie den Haushalt irgendwie beschließen müssen. Und wenn nach draußen immer nur wahrgenommen wird, dass wir uns da drinnen zanken wie die Kesselflicker, dann ist das kein guter Eindruck. Bleiben wir mal beim Haushalt und gehen mal in die Inhalte rein. Auch das haben wir ja noch nicht gemacht. Aus Sicht der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, was ist wichtig? Was muss definitiv aus Ihrer Sicht drinne bleiben? Wo sind die Eckpunkte? Naja, wir haben bestimmte Prämissen, indem wir sagen, wir wollen zum Beispiel in Thüringen Familien unterstützen, indem wir bei den Kindergärten das dritte beitragsfreie Kindergartenjahr einführen wollen und mehr Kindergärtnerinnen und Kindergärtner in die Einrichtung schicken wollen. Dazu brauchst du Geld, weil die Stellen ja bezahlt werden müssen. Das ist zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich weiß, dass die CDU natürlich auch noch andere Punkte hat. Wir wollen die Kommunen mehr unterstützen, mit fast einer Viertelmilliarde mehr an Geldern, die dahin fließen sollen. Und wir wollen auch mehr in innere Sicherheit investieren. Es soll mehr an Polizei, auch an Ausrüstung geben, auch für die Feuerwehren, für den Katastrophenschutz, weil wir merken, dass Unwetter eine ganz andere Dimension haben, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Und deswegen sind das so Schwerpunkte, die wir gerne in dem Haushalt verankern wollen. Und ich weiß, auch die CDU hat bestimmte Wünsche, aber die müssen wir eben übereinander legen. Und es wäre schön gewesen, sie hätten das mit der Grunderwerbsteuer bei uns auch, bevor wir gestern uns da so aneinander geraten sind, mit uns mal beraten. Bleibt die letzte Frage, was erhoffen Sie sich von den nächsten Monaten? Gestern sind mehrere Leute seitens der CDU breitbeinig durch den Landtag gelaufen und haben uns zugerufen, es würde jetzt jeden Monat so ein Ding kommen wie gestern. Das will ich nicht hoffen. Ich denke immer, dass wir gesprächsbereit sein müssen über alle Streitigkeiten hinweg, weil wir das, wie gesagt, den Menschen draußen auch schuldig sind. Aber einfacher ist das durch den gestrigen Tag nicht geworden. Und auf uns wartet jetzt bis Ende Dezember wahrscheinlich jede Menge Arbeit, viele Termine, Nachtsitzungen. Aber gut, das ist halt das Geschäft. Nächstes Jahr sind Neuwahlen, besser gesagt nicht Neuwahlen, sondern reguläre Wahlen. Aber kann man nicht eventuell aus den Wahlen Neuwahlen machen und vorziehen? An uns soll das nie scheitern. Wir haben damals ja schon als einzige Fraktion im Landtag noch zu diesem Thema Neuwahlen gestanden. Der Antrag liegt bei mir oben im Tisch. Er braucht 60 Unterschriften. Das können wir nicht allein bestimmen. Und wenn diese Zweidrittelmehrheit im Landtag zustande käme, können wir auch jederzeit und sofort den Landtag neu wählen. Die Frage ist nur, machst du das jetzt gerade, wenn dieser Haushalt vor der Tür steht? Weil der käme ja dann letzten Endes gar nicht mehr zustande. Also wir müssen schon noch unsere Hausaufgaben erledigen, ehe wir dann anfangen, uns in die Augen zu gucken und zu sagen, hat das Sinn, noch bis September überhaupt zusammenzubleiben? Matthias Heil, Chef der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, vielen Dank.